Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde in Stammheim. Ich freue mich, dass ich heute Ostersonntagmorgen euch die Predigt halten darf. Und wie ihr schon mitbekommt, ich bin in eurer Gemeinde und ihr seid gar nicht da. Es darf natürlich in diesen Umständen heute kein offizieller öffentlicher Gottesdienst stattfinden, aber es ist so gut, dass wir die Möglichkeit haben, und da sind wir Gott dankbar, dass wir uns auf diesem Weg Gottesdienst feiern können und auch sehen dürfen, auch wenn ich euch nicht sehe, so seht ihr mich, und ich grüße euch ganz herzlich und wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr dieses Osterfest trotz dieser Umstände, aber dass ihr die Erfahrung macht, dass Gott euch nahe ist, dass er euch stärkt und er bei euch ist. Und ich habe gebetet und einen Text aufs Herz bekommen, dem ich euch ermutigen möchte, nämlich mal zu schauen, die erste Person, die Ostern erlebt hat. Und ich möchte uns lesen einen Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, ab Vers 1 bis 10 lese ich zuerst. Da heißt es: Am ersten Tage der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, die Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen, und wir wissen nicht, wo er hingelegt wurde. Nun aber gingen Petrus und auch der andere Jünger hinaus und begab sich zu dem Grab. Die beiden aber liefen miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und er sah die leinernen Tücher da liegen. Er ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Erst einmal bis dahin. Die erste Person oder die ersten Personen, muss man sagen, die Jesus sehen oder die Jesus begegnen, sind keine Männer. Wenn wir gleich den Text weiterlesen, dann bekommen wir mit, dass Jesus zuallererst mal der Maria begegnet ist, der Maria Magdalena. Und es ist eigentlich komisch, weil es ist von der jüdischen Tradition viel wahrscheinlicher gewesen, dass Jesus zuerst einem Mann begegnet, denn eine Frau war vor Gericht überhaupt nicht aussagefähig. Sie durfte gar nicht eine Zeugin oder ein Zeuge sein, sie würde dafür gar nicht zugelassen werden. Jesus, der Auferstandene, begegnet zuallererst Maria. Ich lese diesen Text gleich. Es ist keiner von den 11, es ist noch nicht einmal einer von den 3, die Jesus und mit Jesus ganz eng waren. Es war nicht Petrus, es war nicht Johannes, es war nicht Jakobus. Es ist Maria Magdalena. Und ich glaube, dass das kein Zufall war, sondern ich glaube, dass Gott uns durch sein Wort hier eine tiefe Botschaft vermitteln möchte, die sehr entscheidend und wichtig ist, die wir zu verstehen haben. Das erste ist, dass Jesus der auferstandene Retter ist. Die Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12 sagt uns: Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn auch kein anderer Name unter den Himmeln ist dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Maria Magdalena ist nicht irgendeine Frau. Sie ist nicht irgendeine willkürliche Frau, die zufällig da mal am Grab war. Nein, sie ist eine Nachfolgerin Jesu gewesen. Sie hat Jesus geliebt. Sie diente Jesus mit den anderen Frauen. So sagt es uns die Schrift. Sie versorgte Jesus und die Jünger, auch mit dem, was sie an Privatvermögen hatte. Sie wich nicht von Jesus, so sagt es uns die Bibel, bis zum Kreuz. Und sie war die erste mit 2 anderen Frauen, so sagen es uns die anderen Evangelien, die sich auf den Weg machten zum Grab, noch als es sehr früh war. Aber das war nicht immer so. Nicht immer war Maria so leidenschaftlich für Jesus unterwegs. Nein, sie hatte auch ein Leben davor. Und Bibelausleger sind sich sehr einig darüber, dass sie wahrscheinlich eine Prostituierte gewesen ist.
Es gibt einige Ausleger, die behaupten oder sagen, dass sie vielleicht oder wahrscheinlich die Frau gewesen ist, die bei Simon, dem Pharisäer, Jesus die Füße gesalbt hat und die ja, mit ihrem ganzen Verhalten eine pikierte Haltung von Simon hervorgerufen hat und Jesus ihr deutlich macht, deine vielen Sünden sind dir vergeben. Ob sie es war oder nicht, spielt nicht so sehr die Rolle, denn in Lukas 8 lesen wir sehr deutlich über ihr Leben, dass sie eine der Frauen war, die Jesus von ihren Krankheiten geheilt hat und von Dämonen befreit. Und hier geht die Bibel sogar ins Detail und beschreibt diese Befreiung der Maria von 7 Dämonen. Nicht ein Dämon, nicht zwei, nicht drei, sondern 7. Maria Magdalena war also nicht irgendjemand, sondern sie hatte eine Geschichte. Und wir können davon ausgehen, von dem, was wir wissen, wenn ein Mensch von so Finsternis durchdrungen ist, dass es kein schönes Leben war, dass es keine schöne Geschichte war, sondern ganz im Gegenteil, sie war gequält. Und wenn sie eine Prostituierte war, dann wissen wir, dass was sie erlebt hat an Missbrauch, an Gequälten, an ein Objekt der Begierde zu sein, gedemütigt zu sein und all diese Dinge, ihr Leben vor Jesus war ein kaputtes Leben, zerstört, gebunden. All das hatte eine Geschichte, denn niemand steht ja als kleines Kind auf und sagt, ich will mal eine Prostituierte werden. So, es war eine lange Geschichte in ihrem Leben und ohne Jesus war diese Geschichte eine Katastrophe. Sie war verloren, sie war gebunden, sie war krank, sagt die Bibel. Und letztendlich ist darin ein Bild für die Menschheit gegeben. Niemand hat sie befreien können. Niemand konnte ihre Sünden hinwegnehmen. Sie war einfach darin gebunden. Aber Jesus hatte sie frei gemacht, sagt die Bibel. In Kolosser 2, Vers 12 sagt uns die Bibel, in einem seinem Tod seid ihr mit ihm begraben in der Taufe. In ihm seid ihr aber auch mit auferweckt, wodurch den Glauben an die Kraftwirkungen Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und das feiern wir heute. Das feiern wir an Ostern, nämlich, dass das Leben hineingebrochen ist in den Tod. Und dann heißt es im Vers 13, er hat auch euch, also uns, ihr, die ihr jetzt zu Hause seid oder auf dem Sofa, im Wohnzimmer oder in der Küche, wo immer ihr jetzt zuschaut, auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete, sagt die Schrift. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? An Maria Magdalena sehen wir das lebendig und in einer Form, in ein Bild gemalt. Da ist eine Frau so kaputt, so zerstört, so gedemütigt und keiner konnte ihr helfen. Aber Jesus hatte sie frei gemacht. Und ausgerechnet dieser Frau begegnet Jesus. Er ist unser Retter, indem er unsere Schuld vor Gott beseitigt hat. Er hat unseren Platz eingenommen. Wir dürfen gerecht vor Gott stehen. Alle Macht, aller Einfluss der Finsternis ist durch den Sieg Jesu gebrochen und zerbrochen. Und in Johannes 10, Vers 10 beschreibt Jesus die Macht Satans als einer, der in der Finsternis operiert. Einer, der nur Tod und Lüge und stiehlt und ein Menschenfeind ist von Anfang an. Ihm gegenüber stellt sich Jesus als der gute Hirte, der Leben bringt, der rettet. Maria Magdalena, sie hatte das am eigenen Leben erfahren. Ihr Leben war kaputt, zerstört und gebunden. Ja, es war krank, aber sie wurde geheilt. Sie wurde befreit. Die Macht der Finsternis über ihrem Leben wurde gebrochen und jetzt wurde sie eine Jüngerin, eine Nachfolgerin von Jesus. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen, denn diese Botschaft, die uns die Bibel hier zeigt, sie würde ihre ganze Kraft verlieren, wenn Jesus im Grab geblieben wäre. In der Gemeinde in Korinth gab es da so sagt es uns die Bibel, so einen Zweifel darüber, ist jetzt Jesus auferstanden oder nicht? Und Paulus schreibt dann im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 14, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere gesamte Predigt inhaltslos. Aber auch dann euer Glaube.
Er sagt, dann wären wir die elendsten Menschen überhaupt auf Erden. Die Botschaft von der Sündenvergebung, von dem Sieg Jesu, vom ewigen Leben, ist erst dadurch rechtskräftig, dass Jesus auferstanden ist. Erst dadurch wird deutlich, der Sündelohn, nämlich der Tod, ist zerbrochen. Er ist der Erstling, der auferstanden ist. Und darum ist die Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung die einzige Hoffnung für uns Menschen. Egal, wie viel Sünde uns von Gott trennt. Wir sehen es an Maria Magdalena. Egal, wie hoffnungslos und kaputt unser Leben auch aussehen mag. Vielleicht auch, wie viel Zweifel uns in unserem Herzen ist. Ja, stimmt das? Kann das denn sein? Egal, wie viel Angst vor der Zukunft uns gerade umtreibt, gerade jetzt in diesen Tagen, wo wir nicht wissen, wie geht es weiter, wo wir vielleicht Angst haben um unser eigenes Leben, weil wir sagen, was passiert denn, wenn ich jetzt angesteckt werde mit diesem Virus? Egal wie tief ein Mensch in Finsternis verstrickt ist, egal wie abhängig ein Mensch, egal wie zerstört, wie hoffnungslos, egal wie verworren und kaputt eine Situation auch erscheinen mag. Ich denke an Maria Magdalena und ihrem Leben, sehen wir, es kann so sehr hoffnungslos zerstört sein. Aber wenn Jesus ins Leben tritt, er, der am Kreuz bezahlt hat, der alle Macht der Finsternis zerstört hat, und wenn er Leben bringt, er, der gesiegt hat über die Macht des Todes, dann ist totale Veränderung möglich. Und Maria selbst ist darin ein Zeugnis. Da ist der eine, das war ihr Zeugnis. Er, der meine Hoffnungslosigkeit verändert hat. Und sein Name ist Jesus Christus. Als Christen, als Kinder Gottes, schauen wir nicht zurück auf einen toten, großen Lehrer, den wir Jesus nennen. Es geht nicht um einen, der mal spektakuläre Wunder getan hat und ganz nützliche gesellschaftliche Tipps gegeben hat. Nein, Jesus, er ist bei uns. Er ist der Auferstandene, auch heute Morgen. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Erde. Das bedeutet, der Auferstandene, er lebt, er ist da. Er ist jetzt hier in diesem Raum, aber nicht nur hier. Er hat nicht gesagt, ich bin nur da, wo Gottesdienste gefeiert werden. Nein, er sagte, ich bin bei euch. Schon wenn zwei oder drei zusammen sind, auch wenn wir allein in unserem Kämmerlein sind, auch wenn du, auch wenn ihr heute vielleicht ganz allein seid, vielleicht sogar mit Einsamkeit kämpft, dann darfst du heute wissen, der Auferstandene, er will bei dir sein. Er will dich stärken. Er will dir begegnen. Ostern ist nicht die Feier eines verstorbenen Idols, sondern wir feiern denjenigen, der lebt, der auferstanden ist. Und dieser, Jesus, er möchte uns begegnen. Denn das ist die zweite wichtige Botschaft. Jetzt lese ich uns diesen Abschnitt, nämlich genau wie Maria Magdalena Jesus begegnet. Und das hat es wirklich in sich. Die Bibel sagt also, die Jünger haben sich von diesem Schauplatz hier entfernt, sie sind weggegangen und haben irgendwie nicht verstanden, was da passiert ist. Und dann lesen wir in Johannes 20, Vers 11. Maria aber, die hat die Jünger ja hierher geholt, stand draußen vor dem Grab und weinte. Und wie sie nun so weint, heißt es, beugte sie sich in das Grab. Und siehe, zwei Engel waren da sitzend in weißen Kleidern, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesus gelegen hatte. Und diese sprechen nun zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei aber der Gärtner. Und so spricht sie zu ihm, Herrn, wenn du ihn weggetan hast, so sage mir doch, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Dann wendete sie sich um und spricht Rabuni, das heißt Meister. Und Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündigt es den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen hat und dass er dies zu ihr gesprochen hat. Maria bleibt allein am Grab zurück und sie weint bitterlich.
Vielleicht kennt ihr diese Situation, dass alles so hoffnungslos, alles so zerstört, alles so traurig und ja, ohne Zukunft wirkt. Genau in dieser Situation war Maria Magdalena. Und deswegen ist Ostern eine Botschaft für uns, gerade in solchen Situationen, gerade auch in dieser Krise, der Auferstandene lebt. Und wir haben eine lebendige Hoffnung. Es ist nicht zu Ende, sondern wir haben einen Herrn, der eingreift, der uns tröstet, der uns stärkt und der uns begegnen will. Hier wird uns die Tiefe und die Zuneigung von Maria deutlich. Sie geht nicht weg wie die anderen Jünger. Nein, sie will da bleiben. Sie will sich damit nicht abfinden. Wo ist Jesus? Und während sie weint, begegnen ihr zwei Engel. Matthäus macht deutlich, dass auch schon die drei Frauen, also Maria, vorher schon Engel gesehen hatte und sie fragten, warum sie weinen. Jesus wäre doch auferstanden. So ist es so erstaunlich. Maria sieht zum zweiten Mal Engel. Das Grab ist leer. Die Tücher, erwähnt die Bibel, sie liegen ordentlich zusammengelegt, getrennt voneinander, da im Grab. Engel begegnen ihr und dennoch weder Petrus noch Johannes. Auch sie erkennen Jesus nicht. Sie weinen, sie fragen sich, was ist hier passiert? Das ist ein Bild für uns auch als Gläubige. Das Evangelium, es kann verkündigt werden. Ja, es können sogar Wunder und Zeichen, es können sogar sichtbar Engel erscheinen. Wir können live Wunder Gottes erleben. Wir können die geistliche Welt offen sehen. Und dennoch ist erstaunlich, dass die Bibel hier zeigt, dass wir Menschen Gott trotzdem nicht erkennen. Wir können sogar im Gottesdienst sitzen, wir können eine Predigt hören, wir können inmitten von Wundern und geistlichen Offenbarungen sein und Dinge sehen, aber wenn es nicht unser Herz erreicht, dann bleiben da nur Fragezeichen. Das Entscheidendste, was unser Leben wirklich grundlegend verändert, was uns wirklich erbaut, ist, wenn der Lebendige uns begegnet, wenn Gott etwas tut in unserem Herzen. Auf einmal ist Jesus da. Die Bibel gibt uns hier drei Hinweise. Jesus hatte offenbar eine etwas andere Gestalt. Sein Aussehen muss irgendwie anders gewesen sein. Er muss auch eine andere Stimme gewesen haben, denn Maria scheint in dem Gespräch nicht gleich zu verstehen, dass es Jesus ist. Denn sie kommt auch zu dem Entschluss, na, das ist vielleicht der Gärtner, was darauf hindeutet, dass seine Kleidung auch etwas anders war, als sie vorher war. Und sie fragt ausgerechnet Jesus, wo sie denkt, das ist der Gärtner, wo hast du Jesus denn hingebracht? Bist du es gewesen, der das hier gemacht hat? Und das zeigt uns und offenbart so sehr, wie wir ohne die Offenbarung Gottes in unseren Vorstellungen, in unserer Erkenntnis manchmal so eingeschränkt sind. Wir hören die Wahrheit, wir sehen sie sogar und trotzdem erkennen wir nicht. Was es braucht, ist ein Wirken Gottes. Die Bibel sagt uns, wenn Gott uns nicht zieht, dann erkennen wir ihn nicht. Aber die Botschaft von Jesus, von seinem Kreuz und von der Auferstehung ist, dass Gott verheißt, wer immer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Wer immer nach mir schaut, von dem will ich mich finden lassen. Und die Bibel sagt, er ist sogar der gute Hirte, der als Ausschauer, der vielleicht heute Morgen durch diese Predigt zu dir sprechen möchte. Vielleicht kennen sie mich gar nicht oder vielleicht wurde diese Predigt einfach nur weitergereicht oder sie haben sie zufällig gefunden, aber ich möchte sie ermutigen und ihnen sagen, Jesus sucht sie. Er ist der Menschen sucht, die verloren sind. Er sucht Menschen, die hoffnungslos sind, Menschen, die in ihrer Krankheit, die gebunden sind in ihrer Schuld und Sünde. Wir sehen es nicht nur an Maria Magdalena, sondern die Bibel zeigt uns hier gerade in dieser Auferstehungsbegebenheit und Begebenheiten, dass er den Jüngern ganz individuell begegnet. Dem Petrus, der ihn verleugnet hatte, begegnet er ganz anders als dem Thomas, denn der Thomas, der war gar nicht im Gottesdienst. Den Emmaus-Jüngern, die schon lange unterwegs waren, begegnet Jesus wieder anders. Er geht ihnen nach. Manchmal kommen wir auch als Gläubige in unserem Glaubensleben in eine Situation, vielleicht wie die Emmaus-Jünger oder wie Maria, wo wir doch all unser Vertrauen auf den Herrn gelegt hatten und jetzt scheint irgendwie alles vorbei. Wir sind deprimiert, wir sind am Zweifeln. Wie kannst du das zulassen, Gott? Wie kann das sein? Wo bist du? Ich suche dich, aber ich finde dich gerade nicht. Dass wir sagen, ja, Tod und Auferstehung, das mag ja alles gelten, aber gilt es auch für mich? Wie ist es denn in meiner Situation? Wie ist es denn in meinem Leben? Oder im Leben meiner Angehörigen?
Da kommt Zweifel und dann fragen wir uns, bin ich vielleicht schuldig? Habe ich was falsch gemacht? Da wollen wir mit menschlichen Logiken das Ganze versuchen zu erklären. Und manchmal so fest, dass Jesus schon neben uns ist, dass er in uns ist, dass er schon da ist und dass wir immer noch so sehr verhaftet darin sind, dass wir ihn gar nicht erkennen. Dass wir nicht die Wunder sehen, die da gerade passieren, sondern dass wir so sehr verhaftet sind in dem, was wir glauben wahrzunehmen, dass wir voller Zweifel sind. Ich möchte euch ermutigen, liebe Gemeinde, Jesus ist bei euch in jedem Haus. Nicht nur hier in diesem Gebäude, nein, er ist bei dir. Er ist in deiner Wohnung, er ist in deiner Stube, er ist in deinem Haus, er ist in deinem Leben. Und wie schön, wenn wir ihm begegnen. Wie schön, wenn er dich und mich und uns persönlich anspricht. Und so fragt sie Jesus, ja, hast du ihn weggebracht? Sie erkannte Jesus nicht am Aussehen, sie erkannte ihn nicht an der Stimme. Sie erkannte ihn auch nicht in ihrem Verstand. Äußerlich war es offenbar nicht möglich. Und dennoch erkennt sie Jesus, nämlich in ihrem Herzen. Und das ist so entscheidend. Das ist genau das und so, wie Gott uns begegnen möchte. Viele sagen, ja, wenn ich mal ein Wunder sehen würde oder dies oder jenes, dann würde ich vielleicht glauben. Aber hier haben wir eine Frau, die Wunder über Wunder erlebt, die sogar Engel sieht und dennoch glaubt sie nicht. Was aber entscheidend ist, dass jemand ihr Herz anspricht. Jesus sagt nichts weiter als nur Maria. Ist eigentlich nur der Name. Und dennoch erkennt sie an diesem einen Wort, gesprochen persönlich von Gott, erkennt sie Jesus. Ihr Herz öffnet sich. Es war ein offenbarendes Wort. Natürlich, der Gärtner konnte sie nicht kennen, aber es war viel mehr als das. Maria erkannte auf einmal diese Worte, gesprochen von ihrem Herrn, von ihrem Meister, von ihrem Gott. Die Art und Weise, wie er sprach, tief hinein in ihr Herz. Der Jesaja-Brief, Kapitel 34, Vers 1, da heißt es, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Und dann heißt es, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Was ich uns allen wünsche, allen, die sie jetzt hier zuschauen, alle, die ihr zuschaut, dass ihr heute diese Erfahrung macht, dass Jesus dich persönlich, deinen Namen ruft. Ja, wir haben schwierige Zeiten. Ja, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, ob jetzt eine große Wirtschaftskrise kommt. Es sieht ja ganz danach aus. Wir wissen auch nicht, ob der Virus noch viele Todesopfer fordern wird. Wir wissen all das nicht. Aber das spielt für uns im Moment vielleicht eine große Rolle, aber viel entscheidender ist, dass Gott dich anspricht, dass er deine Hoffnung, dass er dein Fundament ist. Vielleicht sind es ja auch ganz andere Sorgen und Probleme, ganz andere zweifelhafte Momente. Aber Jesus möchte deinen Namen rufen. Gott will dich suchen und er will dir begegnen. Er, der Lebendige, er, der Auferstandene. Dort am Kreuz starb er für unsere Sünde, für alle unsere Bindung, für alle Macht der Finsternis, die er gebrochen hat. Er trug unsere Krankheiten. Er hat uns heil gemacht. Und das Ganze aber hätte keine Bedeutung, wenn er uns nicht auch ansprechen würde. Dann wäre er nämlich nur tot. Genau das, was die Jünger gesagt haben. Es ist vorbei. Ja, er hat vielleicht was getragen, aber woher wollen wir das wissen? Nein, er ist auferstanden. Und das ist die entscheidende Bedeutung. Deswegen hat jede Predigt, jedes Evangelium, was wir im Namen des Herrn Jesus predigen aus der Schrift, es hat Kraft, weil Jesus sich dazu stellen möchte, weil er uns durch das Wort ansprechen möchte. Was es braucht, ist, dass Jesus unseren Namen ruft. Als er ihnen die Augen öffnete, heißt es in Lukas 24, 31, denn auch die Jünger, auch die Emmaus-Jünger haben ihn nicht erkannt. Es ist so oft in unserem Leben, dass Jesus schon da ist und wir erkennen ihn nicht. Ich könnte heute noch lange predigen, aber Glaube und der Auswirkung von Tod und Auferstehung lässt sich niemals herbeiargumentieren, mit Zeichen herbeiführen. Nein, nicht das leere Grab überzeugte die Jünger, nicht einmal die Begegnung mit Engeln. Aber Jesus selber, der ihr Herzen öffnet, das veränderte alles. Und wir sollen und wir dürfen Jesus begegnen, auch heute an diesem Tag. Nicht nur für uns, sondern der letzte Punkt ist, dass Jesus der Maria deutlich macht, jetzt geh hin, du bist berufen, du bist ein Zeuge, du bist die erste Zeugin. Jesus war der,
ihr als allererstes begegnet und sagt, geh hin und sag es den Jüngern, sag es deinen Brüdern. Maria konnte davon zeugen, ich habe ihn gesehen. Sie wusste, mein Leben war verloren, ich war gebunden und zerstört. Und Jesus, er ist auferstanden. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, ich habe es gehört und vor allem in meinem Herzen habe ich seine Worte vernommen. Es ist eine Botschaft von Hoffnung und ich möchte uns zum einen ermutigen, dass wir unser Herzen jetzt gerade öffnen. Dass wir sagen, Jesus, komm ganz neu, stärke mich, sprich mich an, mein Leben, meine Situation. Begegne du mir, du Auferstandene. Wenn wir Jesus nicht kennen, ist es ein wunderbarer Moment, dass wir unser Leben ihm in die Hände legen und sagen, Herr, vergib mir meine Schuld. Ich möchte deine Rettung erfahren und dein Leben soll in mein Leben kommen. Und wenn wir das erfahren haben, dann dürfen wir das genauso tun wie Maria. Dann sind wir nämlich eingeladen, ja, wir sind sogar beauftragt dazu, Botschafter dieser Hoffnung zu sein. Wenn Jesus dir begegnet ist, dann gerade in diesen Zeiten, dann sei ein Botschafter der Hoffnung. Ruf jemanden an, schreib jemanden eine Karte, berichte davon, was Jesus jetzt gerade zu Ostern, was er dir bedeutet, was das Fundament deines Lebens ist. Wir als Gläubige, wir brauchen keine Angst haben, denn unser Ziel, unsere Hoffnung ist nicht hier auf Erden, sondern es ist nur der Übergang hinein in eine Ewigkeit. Ich möchte, liebe Gemeinde in Stammheim, euch ermutigen mit diesen Worten. Der Auferstandene erlebt und das sollt ihr erfahren. Er möchte dir begegnen und hineinsprechen in dein Leben. Ich freue mich schon, wenn wir uns wieder persönlich sehen dürfen. Ich möchte euch grüßen von ganzem Herzen, auch von meiner Familie. Und jetzt möchte ich noch mit euch gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir für meine Geschwister hier in diesem Ort. Und ich segne sie, jeden Einzelnen. Du weißt, Herr, wo wir gerade herausgefordert sind. Ich danke dir, Jesus, dass wir wissen dürfen, dass du auferstanden bist und dass die Kraft der Auferstehung wirkt, auch heute. So ermutige und stärke du meine Geschwister und führe du gerade durch diese Zeit die ganze Gemeinde. Ich danke dir, dass du uns begegnest und dass wir dich, Herr, erleben dürfen, jeder ganz persönlich, da wo wir gerade sind. In dem Jesu Namen möchte ich euch segnen. Amen.